Okay, gut, ganz rechts ist auch ein Schild, nicht durchfahren. Dementsprechend gibt es für mich nur eine Option. So, ich werde aber noch eine kleine Pause einlegen und mir was Kleines zu essen machen. Rechts Verbot, Mitte Tor auf und ganz links Tor zu. Ja, tut ganz gut mal zu sitzen. Als Dessert gibt es bei mir Zitronencreme. Und da muss ich einfach nur kaltes Wasser rein, 5 Minuten ziehen lassen. Und dann hoffe ich mal, dass es schmeckt. Okay, genug Pause. Jetzt geht's für mich durch das mittlere Tor weiter. Dann wollen wir mal ab durch das mittlere Tor. Gut, dann hoffe ich mal, dass das passt. Das sah nämlich von oben sehr flach aus. Und das ist sehr flach. Naja, minimal den Boden berührt. Okay, die drei Tore haben wir jetzt hinter uns. Allerdings war das mittlere Tor nicht wirklich ein Schwall, das war mehr so eine Rampe oder eine Rutsche oder so irgendwas und ziemlich flach. Also ich hatte so ganz leicht Bodenkontakt an der einen oder anderen Stelle, aber das dürfte nichts gemacht haben. Ich glaube, ich fahre etwas weiter rechts. Da sieht es eigentlich nach einer besseren Strömung aus. Richtig schöne Holzbrücke. Wenn ich nicht ganz falsch bin, müsste ich darüber auch gestern gelaufen sein. Das heißt, dass ich jetzt auf Höhe des Europaparks bin. Dieser Teilabschnitt jetzt, der sieht auch wieder richtig schön aus. Ein richtig dichter Wald links und rechts. Richtig urige Bäume. Total zugewachsen mit Lianen und sonstigem Gestrüpp. Oh.
Okay, davon geht's links weiter. Die Strömung geht rechts etwas mehr und da ich schon am rechten Ufer bin, bleibe ich doch gerade auf der Seite. Oh ja, das sieht ja auch wieder klasse aus da drin. Das wird wieder ordentlich flach. Mal schauen, wo es die meiste Strömung gibt. Das sieht auch cool aus mit diesem Ast, der hier runterhängt. Im Moment ist die Strömung jetzt wieder richtig stark. Ich muss einfach so leichte Paddelbewegungen, um die Spur zu halten, machen. Und der Rest läuft wie von alleine. Und überall links und rechts irgendwelche Tiere, Eichhörnchen, Fischreiher, Libellen, sonstige Vögel. Okay, davon kommt jetzt noch ein zweiter Arm dazu. Und die Strömung nimmt wieder etwas an Fahrt auf. Sieht auch richtig stark aus hier, dieser alte Baum. Aber beim nächsten Mal muss ich unbedingt drauf schauen, dass ich meinen Hut mitnehme und vielleicht noch eine Sonnenbrille, denn die Sonne, die reflektiert sich ordentlich hier im Wasser und das blendet ganz schön. Aber so ist das halt.
da kommt ein Ast, der sieht ziemlich tief aus. Mal schauen, ob das passt. Ja. Profi halt. Ja, und hier so im Schatten zu paddeln, das ist auch richtig angenehm im Moment. Da brennt dann die Sonne nicht so sehr. Und ja, so lässt sich's gut paddeln. Ja, wenn ich da mal auf meinem schlauen Zettel nachschaue, dann müsste eigentlich bald die Umtragungsstelle kommen, wo ich dann in den nächsten Fluss, in die Taube Elz, Kleine Elz, Blinde Elz, weder taub noch klein, die Blinde Elz. Also, in die Blinde Elz muss ich dann umsteigen. Müsste jetzt demnächst hier kommen, die Stelle. Da vorne erkenne ich so etwas wie eine Brücke. Das könnte wahrscheinlich dann schon die Stelle sein, wo ich raus muss. Mal schauen. Ah, da sehe ich auch sowas wie ein Verbotsschild. So, genau. Unter der Brücke ist ein Verbotsschild, da geht es nicht durch. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Muss ich da lang? Okay, ich werde mich hier auf meinem Zettel steht rechts halten. Auch wenn das eher nach einem Seitenarm aussieht, aber ne, alles richtig. Das ist die Sackgasse. Und da muss dann auch der Endpunkt sein. Ja, das sieht ja sehr gut aus.